Heftige Unwetter in Taiwan. Sintflutartige Regenfälle und heftige Winde erschüttern die Insel. Bäume werden entwurzelt, Straßen stehen unter Wasser. Geschäfte und Schulen schließen. Tausende Bewohner werden vor dem gewaltigen Unwetter in Sicherheit gebracht. Der Taifun mit dem Namen Kraton erreicht Spitzengeschwindigkeiten bis zu 162 Stundenkilometern. Außergewöhnlich ist die Lage, weil Taifune die Insel sonst nur auf der gebirgigen Ostseite treffen. Zwei Menschen sterben bei dem Unwetter, mehr als 120 Personen leiden unter Verletzungen. Zwei Personen gelten noch als vermisst. Die Wetterbehörden gehen von weiteren Tagen mit heftigen Niederschlägen in der Region aus.